Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ich mich zurecht mache, wenn ich auf ein Event gehe. Ich gebe mir heute extra viel Mühe, weil es ist ein Fashion-Event und das ist das allererste Fashion-Event, auf das ich eingeladen wurde. Ich bin super aufgeregt, ich freue mich sehr. Ich bin jetzt schon zurecht gemacht, weil ich gerade für einen Job was geshootet habe und jetzt werde ich mich nochmal abschminken. Ich gehe unter die Dusche, mache ein Peeling und danach möchte ich einen Selbstbräuner auftragen. Der wird allerdings nur eine Stunde drauf bleiben, weil ich mich danach schon wieder abduschen muss und anziehen und losfahren. Aber ich möchte trotzdem ein bisschen was, wenn auch nur vielleicht Oberkörper, Arme, Gesicht oder so, aber irgendwie brauche ich ein bisschen mehr Farbe. Ich fühle mich auch ehrlich gesagt immer besser, wenn ich ein bisschen, ja, einen mehr sommerlichen Ton habe und werde auch meine Haare richten und meine Augenbrauen laminieren, weil ich finde, dass dieser Look auch, ja, sehr schön ausschaut. Ich weiß, da scheiden sich die Geister, aber ich muss sagen, ich liebe diese laminierten Augenbrauen wirklich sehr. Das habe ich auf jeden Fall alles vor. Ich habe wie immer nicht viel Zeit, aber ich möchte das trotzdem sehr gerne mit euch zusammen machen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt habe ich mich erstmal in meinen Bademantel geschmissen. Ich liebe den. Der ist von, ich glaube, bei Amazon hatte ich den mal bestellt. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Der hat einfach so einen Stoff wie so ein T-Shirt und hat kurze Ärmel. Oh mein Gott, das liebe ich wirklich sehr. Der ist super, super locker, super cool. Und not gonna lie, ein bisschen ärgerlich ist schon, mich jetzt abzuschminken, wo ich mich so frisch geschminkt habe. Aber es ist in Ordnung. Ich habe auch schon so ein bisschen ein paar Sachen gerichtet, die ich mitnehmen werde, weil ich werde dort über Nacht bleiben in Neuss nach dem Event, nämlich ein Abendevent. Und deshalb mache ich mich schon ein bisschen früher auf den Weg. Ich werde das dann schon mal die Sachen, die ich vorbereitet habe, zum Mitnehmen, zum Abschminken, meine ganzen Sachen zum Pflegen, Reinigungsmilch, Reinigungsöl, Schaum, Gesichtswasser, so ein Toner, Serum, Nachtcreme, Tagescreme mit 50 SPF, werde ich euch bestimmt bald von erzählen, und meine Augencreme. Das packe ich gleich nochmal ein, aber vorher, wie gesagt, abschminken und ja, einmal unter die Dusche. Ich zeige euch mal, was ich gleich unter der Dusche verwende. Und zwar, of course, meine Olaplex Produkte. Shampoo ist schon fast leer. Das ist die Nummer 4. Und die Nummer 4P, das ist das Silbershampoo. Ich benutze das Silbershampoo jedes dritte, vierte Mal. Und dann mache ich so 50-50. Und das ist wirklich mega, mega, mega. Ich muss generell gestehen, wenn ich das nächste Mal zum Friseur gehe, muss ich, glaube ich, ein bisschen deutlicher werden, dass ich dieses kühle Blond möchte. Weil ich bin sehr vanillig die letzten Male immer wieder geworden, obwohl ich eigentlich immer dieses sehr kühle, weiße, aschige möchte. Und ja, ich könnte auf jeden Fall wieder gehen. Und ja, aber mit so einem Silbershampoo kann man auf jeden Fall das Ganze schon kühler machen. Aber die Haare müssen bis zu einem bestimmten Grad blondiert sein, damit das auch funktioniert. Also ihr könnt nicht mit warmen Blond Silbershampoo verwenden und dann habt ihr weißblonde Haare. Das geht natürlich nicht. Also die Blondierung muss schon stark sein in euren Haaren, damit das auch aufgeht. Ich habe aber ein paar Strähnen, die so ein bisschen heller sind. Aber ich sag mal so, ich möchte mich doch eher Richtung, wieder in die sehr weißblonde Richtung bewegen. Habe auch wieder über einen Bob nachgedacht. Leute, hör mir auf. Ich mache mich verrückt, gell? Ich bin auf Instagram, dann folge ich ein paar Influencerinnen, die einen Bob tragen, einen Long Bob haben, einen kurzen Bob. Und ich denke mir so, oh yeah, das war so cool, als ich das hatte. Das war, ich glaube, damit habe ich auch so ein bisschen polarisiert vor 5 Jahren, ungefähr vor 6, wo ich das gemacht habe. Und ganz viele haben mir auch auf Instagram geschrieben, dass sie mich in der Zeit gefunden haben, als ich diesen Long Bob hatte und dazu Frisuren gemacht habe und so weiter. Also ja, weiß, blond und Bob, das sitzt in meinem Kopf aktuell. Schauen wir mal. Jedenfalls, das ist das Shampoo, was ich verwende. Und die Spülung, das ist die Nummer 5, verwende ich auch von Olaplex, ist auch schon so gut wie leer. Oh Gott, ich liebe die Produkte so. Dann benutze ich aktuell ein Duschgel von Biotherm, aber da bin ich gar nicht so wählerisch, ehrlich gesagt. Sollte am besten natürlich super gut riechen. Das geht so vom Geruch, to be honest. Geldusch, Awaking, Shower Gel, Eau d'Energie.
G, ja, genau. Dann benutze ich meinen Rasierer von Venus. Ich benutze den schon wirklich sehr, sehr, sehr lange. Man braucht hier nur die Aufsätze wechseln, der ist wirklich richtig gut. Und, sorry, dass es jetzt nicht so wunderschön ausschaut, aber ich benutze diesen Schwamm zum Duschen, weil ich dadurch diese ganzen toten Hautschüppchen und so dieses Peeling für den Körper einfach am besten machen kann. Ich kaufe mir dann nicht immer extra Produkt dafür, für diesen Peeling-Effekt mit diesen Körnchen. Manchmal tut es auch einfach ein Duschgel und so ein Schwamm. Und das mache ich jetzt mal. So, made it! So, was ich sagen wollte, bevor ich es vergesse, falls ihr vielleicht eine unreine Haut habt, bei mir geht es eigentlich gerade, am Rücken, es kann an eurem Conditioner liegen, an eurer Spülung. Vielleicht wissen das auch viele von euch, aber wenn ihr euch duscht und einen Conditioner drin habt, dann schaut, dass ihr die Haare nicht einfach so fallen lasst, sondern wie ich das mache, ich wasche meine Haare mit Shampoo, spüle die aus und dann gebe ich mir einen Conditioner in die Längen bis zum Spitzen auf und dann drehe ich die ein und mache das mit einem Haargummi fest. Einfach so ein Dutt. Ich habe da immer so ein Haargummi rumliegen. Und so kann der Conditioner richtig gut einwirken, aber berührt eure Haut nicht. Und später, wenn ihr das Haargummi rausmacht, Haare wieder auf, sofort abwaschen. Es kann nämlich sein, dass der Conditioner, wenn er an euren Rücken kommt, euch eine schlechte Haut macht, Unreinheiten und so weiter. Ich beile mich, weil der Akku blinkt und ich weiß nicht, wo ich einen anderen Akku habe. No. Was ich als allernächstes mache, ist der Selbstbräuner. Und den lasse ich einwirken, Stunde bis eineinhalb. Und in der Zeit werde ich meine Tasche packen, werde was essen und dann dusche ich mich ab nochmal und mache meine Haare. Ich werde natürlich wie immer den gleichen Selbstbräuner benutzen, wie schon seit 2 Jahren oder so. Ich von Tan Rebel. Ich habe mit denen in der Vergangenheit öfters mal zusammengearbeitet. Jetzt habe ich leider keinen Code für euch, aber das ist wirklich ein ganz, ganz toller Selbstbräuner, den ich unheimlich gerne verwende. Tan Rebel, der hat hier diesen Sprühkopf. Ihr könnt das hier aufladen zum Ladegerät. Ihr sprüht das drauf, super gleichmäßig, keine Flecken, vor allem nicht an den Händen. Und das ist Hab mein Ladegerät direkt gefunden. Danke, lieber Gott, für den Support. Hab mein Ladegerät direkt gefunden, war sogar aufgeladen. So, also, den ersten Spritzer, da bin ich stehen geblieben, mache ich immer erstmal ins Waschbecken, falls da mal ein großer Tropfen kommt. Aber es ist echt eigentlich nicht so. Und schaut immer, dass ihr auch eure Haare so ein bisschen schützt. Ne? Es gibt auch so eine Haarband, kann man zum Beispiel anziehen, aber ich habe ja eh nur meinen Turban drum. Und dann sprühe ich einfach los. Überall hin, gleichmäßig, so im Abstand von 30 cm ungefähr. Und dann mache ich zwischendurch mal aus und schaue, okay, ist das genug oder nicht? Lasst euch da auf jeden Fall nicht täuschen. Der wirkt nach und sieht dann zwischenzeitig auch mal so richtig krass dunkel aus. Aber wenn man es abwäscht, ist wirklich ein wunderschönes Ergebnis. Auch wenn ihr das nach 1,5 Stunden abwascht, wirkt er noch nach. Deswegen, ja. Und hier mache ich mir jetzt keine Sorgen, weil ich gehe jetzt gleich noch mit einem Mousse drüber. Also, aber es kann auf jeden Fall dunkler sein. Deswegen sprühe ich nochmal. Und früher wurde ich so oft gefragt, ob dann jetzt nicht alles dreckig ist und alles vollgekleistert. Überhaupt nicht. Es ist alles auf meinem Gesicht. Es ist alles gleichmäßig. Hier ist kein Müll. Meine Hände sind sauber. Keine Flecken, nichts. Super gut. Okay, also. Sehr schön. Gefällt mir jetzt schon. Ich weiß nicht, wie viel ihr in dem Licht sehen könnt. Ich nehme euch mal mit. So, mit ins Tageslicht. Ja, sieht auf jeden Fall schon schön aus, frischer, wie gesagt, das darf jetzt ein bisschen einwirken und ich werde auf jeden Fall jetzt weitermachen mit dem Mousse für den Körper. Dafür werde ich natürlich mein Handtuch fallen lassen und das Mousse auftragen mit einem Handschuh, den ich hier habe, und das Mousse habe ich. Ich
Ich hatte im Flur, ich hatte im Flur in der Kommode eine Selbstbräuner-Station eingerichtet. Ich weiß nicht, wo ich das Mousse gemacht habe. Ich muss tatsächlich eine neue Flasche, aufmachen. Oh, guck mal da, ich habe ein Produkt gefunden, habe ich noch nicht mehr gesehen. Thicken and Lift Spray von Wow, von Color Wow. Ich habe ja so ein Produkt von denen für die Haare entdeckt, habt ihr bei mir vielleicht auf Instagram gesehen. Das ist so mega. Vielleicht kann ich das ja auch benutzen. Ich muss mal gucken, ob das mit Olaplex kombinierbar ist. Das ist ja mal ganz wichtig, ne? Dass ihr eure Haare nicht überpflegt. Und dieses Color Wow, Moment mal, das hier, was ich mir sonst in die Haare gebe, alle drei bis vier Wäschen, also danach, in die Handtuch trocknen Haare, reinsprühen, durchkämmen, sofort föhnen. Das geht mit Olaplex auf. Das ist gut. Muss man checken, ob das auch aufgeht, weil es Raise the Root. Das ist ein Spray für den Ansatz, für mehr Volumen. Oh, muss ich mal abchecken. Ich sollte den Wagen mal öfters umdrehen, den ich hier habe. Wow. Merkt man an, dass ich so ein bisschen Stress habe? Also, das ist das. Solange ich hier nicht nackig stehe, ohne es zu merken, ist noch alles gut. Also, Golden Brown Tanning Mousse. 100% vegan und tierversuchsfrei. Das ist so ein gewöhnliches Mousse. Trägt man mit einem Handschuh auf. Und das mache ich jetzt. Ja, das ist eine tricky Sache. Not gonna lie. Brust verstecken, Rücken einschmieden. But you know what? Wer schön sein will, ne? So, Freunde. Das Gute ist jetzt, ich bin alleine zu Hause. Ich kann so rumlaufen eine Stunde lang. Auf jeden Fall, es hat alles super gut geklappt. Alles fleckenfrei. Die Hände habe ich sogar auch hingekriegt. Ich habe nur diese Flächen mal eingeschmiert und hier drin natürlich nicht. Ich habe nur mit dem Rest vom Handschuh bin ich so ein bisschen über die Hände drüber gegangen, damit es natürlich auch alles zusammenpasst. Ich lasse jetzt eine Stunde dran, mache mal hier die Rollos runter. Die Jalousien und packe meine Sachen. Es ist so ein bisschen ein klebriges Gefühl, aber es trocknet gleich schnell und ich freue mich riesig auf das Ergebnis. Ich habe schon so lange nicht kein Selbstbräuner mehr aufgetragen. Ich habe ganz vergessen, aber was für ein cooles Gefühl das ist und das auch überall ordentlich aufzutragen, das macht echt Spaß. Also für mich hat das etwas Meditatives, super cooles. So, ich lasse einwirken und vielleicht könnte ich ja in der Zeit meine Augenbrauen machen. Laminieren. Wobei, wenn man die Augenbrauen laminiert, darf man sie für 24 Stunden nicht nass machen. Das bedeutet, ich kann sie eigentlich nur ganz zum Schluss machen, wenn ich mit allem ready bin, wenn ich mein Gesicht abgewaschen und eingecremt habe. We will see. Erstmal packe ich meinen Kram. Hello! Wie das aussieht. Wow, die Sonne ist raus, so ein bisschen. Freunde, ich bin seit ein bisschen über eine Stunde jetzt covered in meinem Selbstbräuner. Ich habe in der Zwischenzeit gegessen, ein bisschen was eingepackt. Jetzt gehe ich nochmal unter die Dusche, wasche mein Gesicht, wasche meinen Körper und dann schaue ich mal, was dran bleibt. Wirkt ja noch ein bisschen nach. Ich werde auf jeden Fall alles abwaschen, mich einmal mit Bodylotion eincremen und dann werde ich meine Augenbrauen laminieren. Ich muss nochmal gucken, ob ich noch alles da habe. Ich glaube, der Cleaner oder Cleanser, wie das heißt. Ich glaube, der war leer. Muss ich mal gucken, ob ich eine andere Lösung dafür finde. Und für die Augenbrauen verwende ich übrigens dieses hier. Lash Lift heißt es. Also das ist eigentlich tatsächlich für die Wimpern gedacht. Aber es funktioniert für Augenbrauen auch easy. So, Leute. Es geht voran. Ich habe mich jetzt mal eingecremt. Boah, mir ist so kalt. Mir ist so kalt. Ich habe jetzt die ganze Stunde nackelig bin ich rumgelaufen zu Hause. Ich hätte auch meinen Bademantel anziehen können, easy. Aber es hat sich eben so besser angefühlt, dass irgendwie nichts drankommt oder so, auf Nummer sicher. Also mein Ton ist auf jeden Fall dunkler geworden. Schaut schön aus. Ich finde, in der Kamera kommt es nicht immer so nicht richtig rüber. Das Training muss sich ein bisschen gelohnt haben. Jetzt alle, die jetzt so richtig muskulös sind, lachen sich wahrscheinlich kaputt. Ich immer, gell? Auch wie ich meine Instagram-Stories mache. Ich fange an, will was erzählen und plötzlich habe ich über vier Sachen gesprochen in 40 Sekunden. Jedenfalls,
Mir war so kalt, ich bin jetzt froh, dass ich mich angezogen habe. Ich habe hier eine Hose von Worst Behavior, so eine Berliner Brand. Das ist einfach so eine gemütliche Hose. Ich habe noch ein Hoodie dazu und so werde ich einfach auf der Fahrt gleich aussehen. Und ich habe so coole Socken. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Hier steht Lieblingsmensch. Und die Socken gab es bei DM zu Valentinstag. Das fand ich super süß. Und ja, mein Körper ist eingecremt. Ich habe hier eine Bodylotion benutzt von Mixa. Das ist die Panthenol Comfort 10% pflanzliches Glycerin. Ja, die mag ich sehr gerne, die Bodylotion. Macht auch einen schönen, gesunden Glow. Und jetzt werde ich meine Augenbrauen machen mit diesem Lash Lift. So, es kommt so ein Set. Ich habe das mit diesem einen einzigen Set schon vier oder fünf Mal gemacht. Also es reicht für wirklich lange, wenn ihr gut mit euren Sachen umgeht. Ist für eure Wimpern. Aber ihr könnt das eigentlich 1:1 für eure Augenbrauen umsetzen. Ich hätte sie am liebsten auch gefärbt, aber come on. Zeit habe ich jetzt really nicht. So, wir starten. Sauber ist hier auf jeden Fall alles. Mit dem Kleber, Leute. Also, und ich benutze immer nur diese beiden Tools hier aus dem Set. Guck mal, was hier alles dabei ist. Braucht man nicht. Ich mache das auch immer sauber und dann ist es eigentlich ausreichend. Ich nehme dieses Bürstchen zum Durchkämmen. Ich mache es auch nicht so, sondern ich drehe das. Weil dieser Kleber gleich, der ist echt krass. Also man muss auch super schnell damit sein, weil sonst ist es schwer, irgendwas von der Stelle zu bewegen. Und mit diesem Tool hier trage ich die Produkte immer auf. That's it. Mehr brauche ich eigentlich nicht. So, der Kleber. Das braucht man einfach, damit die Augenbrauen, damit man die schon mal dahin bewegt, wo sie dann gleich bleiben sollen. Und jetzt mit dieser drehenden Bewegung kleben wir die Augenbrauenhärchen an unsere Haut und die müssen wirklich gut durchgekämmt sein. Look at this. Was für ein Lifting-Effekt, auch wenn es krass ausschaut, ich weiß. Aber wie das den ganzen Look liftet. Und übrigens, das hält so schon ein paar Wochen, würde ich sagen, ja. Und ich mache das dann nur wieder, wenn ich merke, dass es komplett raus ist. Also, wenn meine Augenbrauen wieder voll naturpur sind, erst dann mache ich wieder eine Laminierung. Ich gebe denen wirklich Pause dazwischen, weil das ist wie Dauerwelle für die Haare, you know? Da muss man auch richtig gut aufpassen und Pause machen. We have 26 nach. Ich wollte in 4 Minuten losfahren. Yes, that's me and my life. Bye. Au. Freunde, I did it. Augenbrauen sind laminiert. Ich bin geselbstbräunt. Ich gehe jetzt ein letztes Mal hoch und werde meine Haare fertig machen. Und dann muss ich dringendst losfahren, weil ich will ja noch unbedingt zur Tankstelle. Ich muss natürlich einen Kaffee holen und ein Rosinenbrötchen. Excuse me. Das muss sein. Das ist mein Ritual, wenn ich lange Autofahrten habe. Und dann suche ich mir noch ein schönes Reel. Genau. Muss ich noch schneiden, deswegen ist es in meinem Kopf. Dann suche ich mir noch einen schönen Podcast aus, den ich mir anhöre. Und dann mache ich mich auf den Weg. Die Klamotten sind zum Glück schon gebügelt. Yes! So, and then we have hier mein Dyson Airwrap. Den werde ich gleich mal benutzen. Meine Haare sind auf jeden Fall noch nass genug. Ich habe sie schon wirklich jetzt sehr lange in diesem Turban drin. Aber gut. So, die Frage ist jetzt, wenn ich mir gleich die Locken mache, befestige ich jede einzelne Locke mit so einer Spange, damit es am Ende heute Abend richtig schön hält? Ja, ist eigentlich die Antwort, aber komme ich wie ein Vollhorst mit diesen Spangen in meinen Haaren im Hotel an und checke so ein? Kompromiss. Ich mache das jetzt rein. Guck mal, jetzt schaut der Ton echt schön aus, gell? Also, ich werde das jetzt alles föhnen, jede Locke wieder eindrehen, damit befestigen. Und dann, bevor ich losfahre, mache ich das aus oder raus. Oder kurz bevor ich aus dem Auto aussteige und ins Hotel reingehe. Next question. Welche Aufsätze nehme ich? Die dünnen, die dicken
oder die langen. Die dünnen und kleinen. Einfach, weil die Locken länger halten. Ja, super. Perfekt. Perfekte Ausgangslage für den Dyson Airwrap. Leute, wisst ihr, warum eure Dyson-Wellen und Locken nicht halten? Weil ihr sie auf viel zu trockene Haare gestylt habt. Natürlich sieht man die Locke dann gleich, wenn es frisch lockig geföhnt ist. Of course. Aber das hält natürlich nicht, ne? Also, wenn ihr euch mit dem Dyson eure Locken macht, dann müssen sie auf jeden Fall auf so nasse Haare gemacht werden. Mehr oder weniger. Also nicht richtig nass, nass, nass. Aber so das... Das schon. Ich mache euch mal eine schöne Musik an, damit ihr den Vorgang hier genießen könnt und ich die Arbeit habe. Wie sind die Achseln geworden? Ja, geht. That's it. Ich habe hier nochmal so ein Kissen genommen, das man eigentlich nimmt für so einen Dutt. Da habe ich jetzt nochmal die vordere Welle eingedreht. So schaut der Rest aus. Super viel Zeit, super viel Arbeit. Ich bin schon fix und alle. Ich habe hier so gesessen gerade und über mein Leben nachgedacht und dachte mir, krass, ich habe mich den ganzen Tag fast nur fertig gemacht für dieses Event heute Abend. Das ist so verrückt und das ist auf jeden Fall eine Ausnahme. Also das könnte ich nicht jede Woche mal machen, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Aber es hat sich so ergeben und das war auch so eine richtige Me-Time bisher. Und es wird schon langsam spät. Ich fahre auf jeden Fall jetzt los. Ich lasse das drin, ich ziehe mir einen Hoodie an, ziehe mir eine Kapuze drüber. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im Hotelzimmer wieder. Was meint ihr? Bis gleich. Ich stehe im Stau. Und ich habe keinen Bock mehr. Und ich habe Schiss bekommen, dass meine Locken zu dolle werden. Kacke, ich glaube, ich habe es zu gut gemeint. Ich fahre die ganze Zeit und denke mir so, oh mein Gott, ich glaube, die Locken sind zu doll und ich habe kein Glätteisen dabei. Kacke. Vielleicht mache ich die Locken ja jetzt auf, wenn ich im Stau stehe. Hier. Das ist eine Skihalle. Hier sind Leute mit Skischuhen unterwegs. What? Auf jeden Fall habe ich auch ein Schild gesehen, Tagungshotel. Ich habe mir das Hotel selbst gebucht. Vielleicht sollte ich das in Zukunft auch den Agenturen überlassen. Oh Gott, und ich bin natürlich knapp dran. Ich muss mich im Hotelzimmer jetzt noch schminken. Die Haare sind in Ordnung. Ich glaube, ich kann damit was machen. Ich packe jetzt mal meinen Koffer und suche mal das Hotel. Aufs Klo muss ich auch, klar. Danke auch. Also ich bin tatsächlich richtig, aber ich bin ein bisschen geschockt, wo ich hier bin. Richtig cool. Sieht auf jeden Fall aus wie im Internet, aber ich wusste echt nicht, dass das so eine Skihalle ist. Richtig cool. Schade, dass ich nicht meine Family dabei habe und auch keine Skiausrüstung. Leute, ich komme gerade auf mein Leben nicht klar. Das ist so lustig irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum ich das so lustig finde. Aber ich dachte, ich buche mir einfach ein Hotel, was in der Nähe ist von der Location. Und dann bin ich in eine Skihalle. Mein Gott, das ist so funny. Das ist mein Zimmer. Das ist die Skihalle. Oh Gott, so nice, so lustig. Ich mache mich jetzt ready. Schminke mich jetzt. Filme das natürlich. Und dann bestelle ich mir schon ein Taxi und dann fahre ich los. Goals natürlich, dass es nur 8 Minuten von hier entfernt ist. Die Location, ja, schade, dass meine Family nicht dabei habe, weil der hätten wir noch verlängern können. Das Licht ist so lala. Ich
4, Leute. Diese Lampe kann ich euch sehr empfehlen, von Herzen. Das ist meine Leselampe, aber die hat so viel Power. Ich habe sie schon mal gezeigt. Man kann die auf jeden Fall auch nutzen für, wenn ihr am Laptop arbeitet im Dunkeln oder so, falls ihr mehr Licht braucht, kann man die auch nehmen, zum Beispiel. Oder für andere coole Sachen. Oder ich gehe ans Fenster. Werde ich euch verlinken in der Infobox von Amazon. Die habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen von meinem Mann. Ich werde anziehen das hier heute. Das ist von Frankie Shop. Das ist eine Bluse, eine sehr oversized Bluse und die passende Hose dazu. Die Bluse hatte ich schon ein paar Mal an, aber die Hose noch nicht. Ich finde das Set wunderschön, auch wenn es ausschaut wie so ein Schlafanzug oder so. Aber ich werde es auf jeden Fall stylisch kombinieren und zwar mit meiner Bottega-Tasche. Und dann habe ich noch so neue Loafer von Arket. Die sind zwar flach und eigentlich für so super besondere Anlässe fühle ich mich wohler auf hohen Schuhen, aber ich wollte es auch einfach bequem haben und das wird meine Kombi sein. Dazu werde ich noch goldenen Schmuck tragen und ich hätte natürlich lieber Sachen an von Joop, gerade auch weil es ein Event ist von Joop, aber ich muss sagen, das Fitting hat leider nicht funktioniert. Super schade, ehrlich gesagt, aber ich verstehe natürlich immer, dass es dann auch gegen Ende stressig ist und auch mal nicht klappen kann. Nicht schlimm, nächstes Mal. Und ich weiß aber gar nicht, wie man sich auf einem Fashion-Event von einer bestimmten Brand verhält, wenn man aber Sachen anhat von einer anderen Brand. Wobei ich glaube, dass ich mir da zu viel Stress mache. Ich meine, am Ende, weiß ja nicht, mein Fehler, you know? Jo, wir werden sehen. Jetzt muss ich auf jeden Fall aufpassen, weil ich natürlich, wenn es so besondere Anlässe gibt, dann gebe ich mal ein bisschen mehr drauf gerne. Dann mache ich mein Make-up gerne ausdrucksstärker. Aber gleichzeitig muss man auch sehr doll aufpassen, dass es nicht so sehr in die Fältchen kriegt, weil je mehr Produkt man drauf hat und je mehr Pigment es hat und so, ne, desto mehr. Ich hätte eigentlich gerne so einen natürlichen Look, der aber so schön glowy ist. Als allererstes Primer von Laura Mercier. Jetzt muss ich natürlich auch meine Künste beweisen, wie schnell ich mich fertig machen kann. Ich habe noch Fake Lashes mitgenommen. Oh Gott, gar keine Zeit. So, auf jeden Fall ist die Base immer mit das Wichtigste. Sorry, ich gucke mich oben im Viewfinder an, weil ich hier keinen Spiegel habe. Ich guck nur auf diese riesige Skihalle gerade, crazy. So, dann benutze ich eine Foundation. Das mache ich immer so, wenn ich so besondere Events eben habe, dass ich mich wohlfühle und dass ich sicher bin, dass es gut ausschauen wird. Und das auf jeden Fall mit dieser Foundation von L'Oréal Paris Perfect Match Nude. Ich trage sie übrigens in der Farbe Light, obwohl ich meinen Selbstbräuner drauf habe. Und obwohl es Light ist, muss ich sagen, schaut es auf die gebräunte Haut trotzdem gut aus. Also nicht zu hell, ganz im Gegenteil. Wenn ich keinen Selbstbräuner drauf habe, schaut die oft zu dunkel aus. Concealer, Huda Beauty, auf jeden Fall. Vielleicht geht es ja auch auf, wenn ich das... Leute, wenn ihr wisst, was für eine Barrikade ich hier aufgebaut habe. Hier steht ein Mülleimer und zwei Zahnputzbecher. Hauptsache noch ein bisschen Tageslicht mitnehmen, was geht. So, Concealer darf ein bisschen mehr sein, muss aber super gut verblendet werden, damit es eben nicht zu doll in die Fältchen kriegt. Ich würde jetzt, weil ich den Look so ein bisschen ausdrucksstärker machen will, ziehe ich den Concealer ein bisschen nach unten, um meine Gesichtsmitte zu highlighten und probiere hier so ein bisschen leichter zu sein mit dem Pinsel. Und dann nehme ich natürlich immer so einen kleineren Pinsel, also jetzt keinen Foundation-Pinsel, weil mit dem kleineren kann ich wirklich präziser arbeiten, auch wenn es gerade nicht nach Präzision ausschaut. Oh Mann. Genau, nur so ein bisschen da hinziehen. Das macht schon viel aus. Look at this. Bam! Während ich mich hier so schminke, überlege ich, was mit meinen Augenbrauen mache. Weil eigentlich, ich habe sie ja frisch laminiert. Gut, dass ich das nicht gestern gemacht habe. Spaß. Weil eigentlich, da soll man sich 24 Stunden jetzt nicht anrühren. Und ich weiß nicht, ob die mir ein bisschen zu doll sind. Eigentlich würde ich sie am liebsten ein bisschen runterkämmen. Aber die sind jetzt richtig festgeklebt einfach immer noch, ne? Wenn ich jetzt anfange, dran rumzukratzen, nicht, dass es dann schlechter aussieht. Ich mache erstmal mit dem Make-up weiter. Ich habe mir für die T-Zone das Givenchy-Puder mitgenommen. Das gebe ich mal auf die Stirn. Das Gute ist, es ist eher ein Abendevent. Und deswegen denke ich, wird man sowieso nicht so super fein alles sehen.
welcher Concealer in welchen Fältchen steckt. Aber trotzdem, es werden noch viele Bilder gemacht, als ist eine Show von Joop, aber zusammen mit Elle, die Zeitschrift Elle. Dann nehme ich natürlich wie immer mein Hourglass Puder, das ist wirklich das i-Tüpfelchen. Und ich habe keinen Pinsel dazu mitgenommen. Und der entscheidende Schritt, der das Ganze jetzt richtig schön machen wird, ist natürlich der Bronzer. Ich habe wieder hier diese Palette, die ich liebe. Es gibt übrigens, genau die Palette gibt es nicht mehr, aber es gibt eine super schöne Alternative, wo es nur den Bronzer und den Blush gibt. Und das finde ich sogar noch besser, weil ehrlich gesagt, den Highlighter nutze ich eh nicht. Bin ich froh, dass ich einen Selbstbräuner heute aufgetragen habe auf meinen Körper, weil jetzt sieht man natürlich wunderbar diesen Übergang und alles wird sehr stimmig sein. Dann gebe ich mich hier noch den Blush drüber ein bisschen. Zum Glück bin ich gut im Schnellschminken und zum Glück sind meine Haare schon gemacht. Leute, thank God. Dann hätten wir theoretisch jetzt das Thema Augenbrauen. Was mache ich? Passe ich die so ein bisschen an? Oh Gott. Also Augenbrauengel ist nicht notwendig. Ich nehme hier den kleinen Stift von Refi und fülle so ein bisschen die Lücken nach, denke ich. Oder? Happy bin ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Happy ist was anderes. Ich probiere die mal hier von oben ein bisschen runterzubringen. But no chance. Da das Thema heute ja nicht Make-up ist, sondern Fashion, halte ich mich mal ein bisschen ruhiger hier. Das ist die Empowered Palette bei Huda Beauty. Ich nehme hier die Farbe Power, das ist so ein heller Pfirsichton. Und den gebe ich mal über das ganze Lid. Dann gehe ich mal in die Farbe Best Self, das ist so ein bisschen dunklerer Ton, und gebe den mal hier außen einmal auf. Oh Leute, ich klebe mir auf gar keinen Fall Wimpern auf, mein Akku ist schon wieder leer gegangen. Was geht? Weil, ja, ich habe leider keine Zeit mehr. Warum ist das immer so, vor jedem wichtigen Event, man weiß so lange davon, man kann sich Ewigkeiten vorbereiten, und es ist am Ende trotzdem immer knapp. Why? Why and how? Wer fühlt das gerade mit mir? Und wisst ihr, was auch richtig gut ist? Ich muss jetzt kein Outfit über den Kopf anziehen. Lippenstift. Staring Roll von Catrice und Barbara Nars. Bester Lippenstift, Unterton und allgemein Lippenstift nehme ich natürlich auch mit in meine Handtasche. Yes or no? Sind die Augenbrauen noch ein bisschen untergegangen? Leute, den Fehler mache ich nie mehr. Augenbrauen laminieren am gleichen Tag, wo man sie schön braucht. Ich hoffe, wir haben das alle gelernt aus diesem Video. Setting Spray. Professional, super fein, feiner Mist, richtig gut, feiner Mist. Okay, Parfum for today, for tonight, Shiseido Everbloom. Es hätte natürlich auch was ein bisschen Schwereres sein können, aber ich wollte einfach, ja, einen Duft nehmen, der sehr zu mir passt und mein Outfit ist ja auch eigentlich relativ locker und leicht. Das Gute ist auch, ich habe mir kein Plan B Outfit mitgenommen. Nice. Next question ist, mache ich das Hemd rein oder lasse ich es draußen? So people, this is the look mit den Schuhen. Wie man anfängt, sich selbst zu verunsichern, so 5 Minuten vorher. Also das ist der Look jetzt. Doch, sieht cool aus. Also mit Make-up und den Haaren ist schon cool. Vielleicht mache ich das Hemd aber auch rein. Mal gucken. Und es wäre der Look mit Oberteil rein. I don't know, wie mir das hier vorne gefällt, weil da so viel Stoff jetzt drin ist. Aber es hat auch schon was, ne? Sagen wir mal, ich habe noch die Handtasche dazu. Dann mache ich so, mache ich den. Ja, ich glaube, es ist cool. Noch mein Goldschmuck.
Es ist schon special, muss man sagen. Aber andererseits, ich gehe auch nicht zum Brunchen zu meiner Oma, sondern ich bin auf einem Fashion-Event. Ich glaube, da ist es auch erlaubt, mal so ein bisschen spezieller auszuschauen. Und ich fühle mich halt ganz wohl in diesem Blauton. Ich glaube, ich mache das so. Die Haare, die fasse ich jetzt erst an. Und zwar gehe ich einfach nur mit den Fingern durch. Wow, I love it. Boah, Gott sei Dank hat es gut geklappt. Dazwischendurch echt Schiss, dass es too much wird. Ich mache auch einfach die Action wie immer. Ich schmeiße die Haare von links nach rechts. Kein Scheitel. Hola, chicas. Yes. Oh, Preisschritt? Nee. Oh Gott, peinlich. Und ich glaube, die Augenbrauen finde ich jetzt irgendwie nicht mehr so dramatisch. Also wenn man mich zu nah anschaut, ist vielleicht doch too much, aber so von Weitem mag ich es, dass sie ein bisschen ausdrucksstärker sind. And I love the hair. Aber ich sprühe mir trotzdem noch so ein Texturspray rein. Oder brauche ich das gar nicht? Doch so ein bisschen. So ganz bisschen. Und ich nehme das von Way. Ganz bisschen. Ich finde die Haare so nice. Das ist richtiger, ich fühle mich wohl Faktor, wenn die Haare einfach sitzen. So, Haare, Make-up, Outfit, Schmuck, Parfum. Hab alles dabei. Ich nehme jetzt meine Tasche, ziehe meinen Mantel an, gehe runter und nehme halt die Kamera mit. Ich weiß nicht, ob ich zum Vloggen komme. Ich hoffe, dass ich euch so ein paar Eindrücke verschaffen kann von diesem Event. Ich nehme jetzt meine Handtasche, wie gesagt, meinen Trenchcoat. Dann geht's los. Wow, Leute. Das ist ja der Hammer. Was für eine tolle Location. Ich bin wieder im Hotel, im Aufzug. Guckt mal, wir haben einfach ein Koffergeschenk gekriegt. Ein Joop-Koffer aus der neuen Kollektion. Wow. Wirklich wow. So. Leute, ich bin back again. Habe ich eigentlich überhaupt was gefilmt oder wie viel habe ich jetzt auf dem Event gefilmt? I don't know. Was ich euch sagen kann, ich hatte richtig coole Tischnachbarn. Also ich war ja dort und ich wusste, dass Anna und ihr Freund da sein werden. Und ich habe mir gedacht, yes, wir setzen uns bestimmt zusammen hin und können uns unterhalten, austauschen, kennenlernen. Und dann bin ich reingekommen und ich habe so einen Chip bekommen mit der Tischnummer. Das hieß, jeder hat einen festen Platz und feste Tischnachbarn. Aber eigentlich ist sowas auch sehr cool für so Networking, ne? Und ich muss sagen, das war richtig cool, weil ich hatte richtig nette Tischnachbarn. Rechts von mir saß die Stylistin von RTL und links von mir saß der Einkäufer von Galeria, der Einkäufer für Lederwaren. Und gegenüber von mir saß die Head of Marketing von Joop, glaube ich.
Also ich muss wirklich sagen, ich habe einen richtig guten Sitzplatz bekommen. Man hat mich platziert neben wirklich richtig coolen, wichtigen, spannenden Menschen. Und ich habe richtig coole Gespräche geführt heute Abend. Und ja, bin richtig happy. Und auch zum Event selbst. Wie gesagt, ne, ich habe ja diesen Koffer jetzt geschenkt bekommen, während wir rausgegangen sind. Und krasses Geschenk auf jeden Fall. Der sieht auch richtig fein aus, muss man wirklich sagen. Das ist die Kollektion mit Rebecca Mir. Und richtig schön, hat Spaß gemacht am Ende. Ich wusste, es ist ein Fashion-Event, aber ich wusste nicht genau für was. Zwar dann für Koffer, auch cool, muss ich wirklich sagen, war richtig cool. Coole Leute, coole Location, alles richtig schön gemacht, leckeres Essen, tolle Gespräche. Ich bin sehr happy. Ich hoffe, dass dieses Video, was teilweise ein bisschen hektisch war, ein bisschen entspannt und ja, mit allem drum und dran, wie ich mich so ready mache für ein Event. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ich so einen kleinen Einblick verschaffen konnte, wie das so ablaufen kann. Und ja, ich bin am Ende, das ist das Allerwichtigste, sehr happy, wie alles gelaufen ist. Und ja, ich freue mich sehr auf nächste Woche. Da bin ich tatsächlich wieder auf einem Fashion-Event. Wow. Und wenn ihr wollt, nehme ich euch da auch gerne wieder mit und zeige euch, was ich anziehe, wie ich mich schminke, wo das ist und eventuell auch, wen ich da treffe. Hinterlasst mir auf jeden Fall sehr gerne Feedback, wie es euch gefallen hat. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ich schminke mich jetzt ab und schmeiße mich ins Bett, denn morgen muss ich schon spätestens um 7 hier losfahren. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr das Video schaut. Und bis ganz bald. Ciao!